begrüße euch heute zu dem neuen Update von Essence. Ich finde es einfach nur lustig, das musste ich euch jetzt zeigen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, ich kann euch heute zum Sortiments-Update von Herbst einige Neuheiten zeigen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Schreibt mir bitte gerne, zu welchen Produkten ihr eine Review haben möchtet. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Komplett neu. Die hatten wir das letzte Mal schon dabei, die habe ich euch schon gezeigt. Noch eine neue Mascara hier. Hier seht ihr einen QR-Code-Aligner. Und hier eben ganz neu auch der Super Plus Size Eyeliner. Eyeshadows. Und zwar haben wir hier schon mal diese richtig schöne Palette mit Spiegel, die Get Picture Ready Palette, dann eine neue Version der All About Toffee Palette, einen Eyeshadow Primer, Long Lasting and Brightening Flawless, ihr seht hier, der ist ja, so hell, und ein neues oder neue Farben der Essence The Metals Eyeshadows. Plus einen Kajal. Das, so wie ich das jetzt sehe, alles schimmert bis auf den hier. Ich nehme das mal runter. Der hier ist nicht schimmernd und der dunkel. Ich ziehe jetzt hier aus wie schwarz. Das ist aber nicht. Ich glaube, jetzt kann man es besser erkennen. Hier sind mehrere matte Töne drin. Und hier habt ihr die Eyeshadow Base, die ihr eben als Lidschatten oder als Base benutzen könnt. Super schön. Dann Make and Brow Jumbo Eye Pencils in zwei verschiedenen Brauntönen. Dann auch ganz neu, zeige ich euch gleich, wie die offen aussehen. Dann habt ihr hier Contouring Eye Pencils, einmal zum Ausmalen, zwei Brauntöne und einmal zum Highlighten, hier etwas goldener und hier etwas roséfarbener. Diese hier sind matt beide, das sind die Smooth Knees, also matt. Dann habt ihr hier Coffee Cream, die ist matt und die ist schimmernd. Und dann habt ihr hier Brownies with Frosting. Diese, da ist hier auch wieder die Schimmerfarbe und die braune ist matt. Die sind eben die helleren Mädels, Mix and Blonde. Und für die dunkleren Mädels, das sind die gleichen Puder. Also, wenn ihr eure Augenbrauen geben könnt, beziehungsweise eure Augenbrauen einfärben, beziehungsweise auch auffüllen könnt. Super schöne Töne. Also, ich werde euch alle aufgetragen auch zeigen. Und ich muss sagen, ich habe gar keinen Favoriten, sondern mir gefallen die alle super gut. Die werden 2,29 Euro. Und? Hier sind mal die Swatches dazu. Das ist jetzt eine Schicht. Also sieht schon sehr, sehr gut aus. Weiter geht's mit den Lippen. Und zwar seht ihr hier schon eine ganz neue Range. Wieder geht's weiter mit matt. Hier seht ihr auch an der Verpackung, dass diese hier matt sind. Und diese hier sind shiny and glossy. Oder sheer and shine. So rum. Genau, das sind wie gesagt die drei. Und hier eine richtig neue Range. Richtig cool an den Matten. Und hier seht ihr ein paar neue Farben aus der bestehenden Serie. Die Patty hat das ganze ja. Das sind die Matten. Das sind nur die Matten. Genau. Danke. hier seht ihr die Farben. Doch, die sind schon schön. Moisturized Lip Care in drei Farben. Rosa, etwas peachig und rot. Dann habt ihr hier einen Lippenpeeling-Stift. Hier ein Lip Softener with Avocado Butter. Und eine neue Range an Color and Care Lipsticks, die aber relativ gut pigmentiert sind. Hatti hat nämlich schon wieder fleißig getwirkt. Genau, das sind die hier. Ja. Genau. Ein Strolling Highlighter, da gibt es ja spezielle Techniken. Einen wunderschönen matten Blush. Der ist super schön.
Dann habt ihr hier eine Contouring-Palette. Und zwar logischerweise sind die Palette, wie die Franken sagen. Pore Refining Puder. Das werde ich ausprobiert testen, bin ich sehr gespannt darauf. Und hier eine Luminizer-Palette. Dieser Ton ist matt und die beiden anderen in der Mitte und rechts sind eben ja, schimmernd. Einmal hier ein bisschen roségolden und hier drüben etwas goldener. Also auch eine sehr schöne Palette. Und was ich ja richtig cool finde, ihr wisst, ich bin ein Fan von kompakten Make-ups, kompakten Pudern, wie auch immer. Und was mir hier ein bisschen auffällt, ist, dass die Farben alle relativ dunkel sind. Also das ist jetzt die Hälfte. Hier habe ich hier die Ivory Matte und das ist jetzt die Hälfte. Und die sieht schon sehr, sehr dunkel aus. Also da müssen wir mal gucken. Und wie gesagt, alle anderen hier, die 20, die 30 und die 40, die sind alle dunkler. Wundert euch nicht, das ist hier ein bisschen feucht bei mir. Sonst, normalerweise sieht das nicht so aus. Aber hier, das wäre vielleicht was zum Konturieren möglicherweise. Weiter geht es mit den Gesichtsprodukten. Und dann haben wir hier zu dieser Get Picture Ready Reihe zwei Brightening Concealer in zwei verschiedenen Farben. Und dann haben wir also zunächst als Step 1 diesen Pore Refining Primer. Das ist jetzt mal hier die hellste Farbe. So sieht das Ganze dann verblendet aus. Das heißt, einmal so vielleicht noch mal besser im Tageslicht. Dann kommt die Kategorie Nägel. Hier der komplette neue Farbe. Dann ein richtig schöner Base Coat. Der sieht so aus als Painter für den Friend. Ja. Und noch einen schönen goldenen Topcoat. Ihr wisst ja, ich bin ein totaler Fan von den SOS bzw. von den Essence Nagelprodukten so rum. Und da gibt es wieder ein paar neue. Und ein Nagelwachstums- oder Nagelwachstumsdrops. Und da bin ich mal gespannt. Gut, ich muss jetzt sagen, ich bin relativ zufrieden mit meinen Nägeln, aber ich benutze ja immer nur Essence-Produkte. Hier noch ein paar Nägel. Dann haben wir, was ich richtig, richtig schön finde, da freue ich mich sehr drauf, so Body Tattoos. Hier auch ein Gold, super schön. Applikator hier noch ein Techno-Look. So. Und auch ein paar Nageltattoos. Also die finde ich richtig schön, diese beiden Body-Tattoos. Freue ich mich sehr. Ach ja, und die Handcreme ist auch gut. Die habe ich gerade getestet. Sieht sehr schön ein. Riecht auch gut. Also super gut für unterwegs. Da habt ihr keine farbigen Hände. Ah ja, noch was vergessen. Hier ein Make-up Remover Pads. Waterproof Make-up. Schauen wir mal. Probiere ich gerne aus. Jetzt aber zum Schluss ein paar wunderschöne neue Farben. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass ich ein sehr großer Fan von den Essence-Sachen einfach bin, weil die bei mir super halten. Und ich sage euch mal, ich finde den hier sehr, sehr schön. Das ist die Farbe Pretty Cool Life. Also die finde ich einfach total nett. Auch jetzt nicht so 0815. Die Farben gehen immer. Und die ist auch sehr schön. Auch nicht so ein typisches Peach, sondern ein bisschen dunkler. Ja, das ist auch mal super probieren. Danke. Und blau. Blau, muss ich sagen, stehe ich momentan auch total drauf. Gerade dieses Royal Blau. Genau. Jetzt sind wir am Ende dieses Follow Me Arounds angekommen. Ihr habt einen Kurzüberblick über das neue Sortiment erhalten. Ich hoffe, trotz des lauten Hintergrunds im Video habt ihr mich einigermaßen gut verstanden. Ein paar Swatches waren dabei und ich werde euch jetzt, ich komme nämlich gerade aus der Dusche, ein Make-up-Look dazu schminken. Ich hoffe, ihr freut euch und hiermit wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.